Ein Rentner aus Bayern hat auf Twitter einen Beitrag geteilt, der Habeck einen Schwachkopf nennt. Und daraufhin ist Habeck komplett ausgerastet und hat die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Danach wurde dann die Polizei informiert, die mit einem haarsträubenden Vorwurf die Wohnung des Rentners gestürmt und eine Hausdurchsuchung gemacht hat. Das ist wirklich unfassbar und ein riesiges Armutszeugnis. Schauen wir uns diese haarsträubenden Vorwürfe mal an. Los geht's. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber vorgestern konnte man wieder eine Meisterleistung der Inkompetenz und der Oberpeinlichkeit von Vizekanzler Robert Habeck sehen. Habeck hat einem Rentner allen Ernstes die Staatsanwaltschaft und die Polizei auf den Hals gejagt, weil er Habeck einen Schwachkopf nannte. Respektive, er hat das ja nicht mal selber gesagt, sondern der Rentner hat nur einen Beitrag von jemand anderes geteilt, aber das reichte bereits aus, dass Habeck komplett eskaliert ist. Mit anderen Worten, wenn du die Regierung kritisierst, dann schickt dir die Regierung die Polizei auf den Hals. Das ist wahrlich das beste Deutschland aller Zeiten. Die Junge Freiheit schreibt, Regierungskritik. Habeck Schwachkopf genannt, Polizei stürmt Wohnung von Rentner. Weil er Robert Habeck einen Schwachkopf genannt haben soll, stürmte die bayerische Polizei die Wohnung eines Rentners und will ihn vor Gericht zerren. Der Mann fühlt sich an die DDR erinnert. Was sagen die Behörden? Und hier siehst du mal das Bild, was der Rentner auf Twitter geteilt hat. Ich selber würde dieses Bild natürlich niemals teilen, um Habeck damit zu beleidigen. Es dient hier einzig und allein als Beweis für dieses Video. Aber offenbar wurde hier die Werbung, der Shampoo-Werbung Schwarzkopf genommen. Dann wurden ein paar Buchstaben ausgetauscht, um sich über Habeck und seine inkompetente Regierung lustig zu machen. Und natürlich ist das jetzt nicht die feine englische Art, aber auf gar keinen Fall ist das ein Grund, sofort die Staatsanwaltschaft und die Polizei mit einer Hausdurchsuchung zu alarmieren. Offenbar wollte Habeck und Frau Faeser hier ein Exempel an einem deutschen Bürger statuieren und uns einen großen Vorgeschmack darauf geben, welche harte Maßnahmen die Bundesregierung demnächst gegen alle Regierungskritiker im Netz durchführen will. Während nämlich 95% aller Deutschen nach dieser Art der Beleidigung vielleicht mit dem Kopf schütteln würden und das Ganze dann in Vergessenheit gerät, haben Habeck und Faeser hier wirklich alle Register gezogen. Die Epoch Times schreibt, im beschaulichen unterfränkischen Burgenland mit seinen rund 1400 Einwohnern dachte der schwerbehinderte ehemalige Bundeswehrsoldat Stefan Niehoff morgens um 6.15 Uhr, er sieht nicht richtig. Als er am 12. November nach dem Klingeln im Nachthemd die Tür öffnete, hielten ihm zwei Beamte der Kripo Schweinfurt ihren Dienstausweis entgegen und kündigten eine Hausdurchsuchung an. Der von der Staatsanwaltschaft Bamberg beantragte und vom Amtsgericht Bamberg erlassene Durchsuchungsbeschluss erlaubte es der Polizei Schweinfurt, die Person, die Wohnung mit Nebenräumen und die Fahrzeuge ohne vorherige Anhörung zu durchsuchen. Ziel ist laut dem Beschluss der Epoch Times vorliegt, die Sicherstellung von Mobiltelefonen, internetfähigen Endgeräten und digitalen Speichermedien. Dies könnte als Beweismittel von Bedeutung sein. Wow, also das ist ja mal echt krass. Eine Hausdurchsuchung morgens 6 Uhr wegen einer winzigen Beleidigung. Das nenne ich mal völlig realitätsfern und vor allen Dingen auch komplett unverhältnismäßig. Vor allen Dingen auch die Begründung, dass man jetzt alles beschlagnahmen will, um Beweise zu sichern. Da frage ich mich, welche Beweise? Dieser Twitter-Post mit der Beleidigung war doch öffentlich und für jeden einsehbar und wurde von der Polizei sicherlich mehrfach abgespeichert. Das ist doch bereits der ultimative Beweis. Was braucht man jetzt noch mehr? Was rechtfertigt hier eine komplette Hausdurchsuchung, obwohl der Beweis doch schon zu 100% vorliegt? Also für mich sieht das immer mehr nach einem Exempel aus, dass die Ampelregierung
an den Regierungskritikern statuieren will, getreu dem Motto, wenn du die Regierung kritisierst, dann hast du morgen früh die Polizei im Hausflur. Alter Schwede, das sind wirklich feinste Stasi-Methoden. Und das Krasse ist, wenn man sich dann auch noch die Anklage und den offiziellen Grund der Staatsanwaltschaft anschaut, dann kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Die Zeitung schreibt weiter, Hintergrund für den Vorwurf der Volksverhetzung soll laut dem Beschluss ein Beitrag Nios auf seinem Twitter-Account namens Ich bin's Feinend mit rund 1100 Followern sein. Die Staatsanwaltschaft Bamberg hat nach dem Bekanntwerden von Nios Twitter-Beitrag das öffentliche Interesse der Strafverfolgung bejaht, heißt es in dem Beschluss weiter. Sie sieht darin eine Straftat in Form einer gegen eine Person des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, deren Paragraph 185, 88 und 94 des Strafgesetzbuches. Nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis legen Begründe für die Beschlagnahmung vor und die angeordnete Maßnahme stehe laut dem Amtsgericht in angemessenem Verhältnis zur Schwere der Tat und zur Stärke des Tatverdachts und es seien Ermittlungen erforderlich. Boah, das ist so krass, ja? Das ist wirklich an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Und außerdem ist es die allergrößte Heuchelei. Wenn nämlich unsere Bundesregierung öffentlich im Fernsehen die AfD und alle ihre Wähler auf übelste beleidigt, also über 20 Millionen Menschen, dann ist das kein Problem. Aber wenn hier ein einzelner Rentner einen einzelnen Habeck beleidigt, dann ist es gleich Alarmstufe Rot und Volksverhetzung. Also dieses Kasperle-Theater der Bundesregierung kannst du dir echt nicht mehr ausdenken. Und selbst der Rentner lachte die Polizei und die Politiker dafür aus. Niehoff fühlt sich durch die Polizeiaktion an DDR-Zeiten erinnert. So müssen sie sich in der DDR gefühlt haben, wenn die Stasi aufgetaucht ist. Einschüchtern lasse er sich davon aber nicht. Er werde weiter kritische Beiträge verfassen. Ich lasse mir das nicht gefallen, so der Bayer gegenüber Epoch Times. Dem bayerischen Ministerpräsident Markus Söder habe er bereits angeschrieben und gefragt, ob seine Justizbeamten in Bayern nichts Besseres zu tun haben, als die Gelüste von gescheiterten Politikern zu befriedigen. Also, das ist geil. Die Gelüste von gescheiterten Politikern. Und das trifft wirklich einen Nagel auf den Kopf. Habeck ist inkompetent, ideologisch verblendet und komplett gescheitert. Bei der nächsten Bundestagswahl im Februar wird Habeck nämlich abgewählt und er wird nie wieder in Deutschland etwas zu melden haben. Und das ist auch gut so. Was sagt ihr hier zu diesem Armutszeugnis, dass Habeck jetzt die Deutschen für eine minimale Beleidigung direkt die Staatsanwaltschaft und die Polizei für eine Hausdurchsuchung auf den Hals schickt? Schreibt mir gerne eure Einschätzung der Lage in die Kommentare unter dem Video.